Grüß euch miteinander. Wir sind jetzt hier im Bienenstandort in Schupfart. Wir haben das letzte Mal bei den Völkern Honigräume aufgesetzt. Wir haben die Völker angeschaut, wie sie von der Volksstärke her sind. Wir werden heute jetzt Honig ernten. Ich mache eine Bienenflucht rein. Wir nehmen dann nachher Honigzarken weg. Wir können Drohnen schneiden und ich zeige dann nachher auch, wie wir den Honig dann schleudern. Ich mache jetzt bei den Völkern, die ich aus Honig ernte, Bienenflucht rein. Bienenflucht, das ist so ein Zwischendeckel. Es hat hier drinnen so Kunststoffeinsätze. Hier gehen die Bienen von oben drinnen. Es hat hier kleine Löchli drinnen, wo sie die Königin, den Rest vom Volk unten schmecken. Sie wollen von oben runter. Da hat sie so Kanäle drinnen, wo sie dann durch können. Und bei diesen kleinen Löchli unten kommen sie dann raus. Das ist also so eine Art ein Reussensystem. Ich zeige jetzt, wie wir das drauf machen. Muss ich glaube gleich schnell den Schleier ruhig machen bei dem. Nehmen wir die vollen Zarken weg. Die ist sehr schwer. So, jetzt kann man da mal einen Blick oben reinwerfen. Kontrolliere jetzt das Volk. Einerseits, ob es allenfalls gerade eine Drohnenwabe hat, die neu ist zum Schneiden. Oder ob es allenfalls geschwärmt hat. Sieht gut aus, die Königin leidet schön, geschwärmt hat es nicht. Jetzt kommt hier eine leere Zarken oben drauf. Eine, die bereits schon von geschleuderten ist. Die sind noch schön feucht vom Honig. Seht das hier. Die kommen jetzt wieder beim Volk oben drauf. So, dann kommt hier oben drauf die Bienenflucht. Die untere, die frische Zarken, die hat jetzt direkt die Verbindung zum Bienenvolk. Die obere dann separiert, wo die Bienen dann nachher runtergehen, sodass die dann bienenfrei ist zum Schleudern. Und die wieder oben drauf. Habla. Bis morgen sind dann die Bienen alle runtergegangen. Dann ist die Zarke mit dem Honig eigentlich leer. Und ich kann die nur noch wegnehmen und muss dann keine Bienen abwischen. Es geht dann sehr schnell und es gibt auch keine Räuberei. Dann möchte ich noch Methoden zeigen, wie man Bienen ganz einfach rausmachen kann. Und tue die paar Bienen rausblasen. So, und das war es schon. So, jetzt kommt die Drohnenwabe. Jetzt relativ viel verdeckelte Drohnen drauf. Ich tue die jetzt von den Bienen befreien, so dass ich die Drohnen abschneiden kann. In der Drohnenbrut drin, tut sich ja die Varroamilbe mit Vorliebe vermehren, weil die eine längere Verdeckungszeit hat und dann können sich die Milben besser reproduzieren in der Drohnenbrut drin. Und damit kann man natürlich die Entwicklung von der Varroamilbe ein bisschen verlangsamen, so dass man dann gegen Ende der Saison ein bisschen mehr Spielraum hat bei der Varroa-Behandlung. Hier sieht man jetzt auch schön den Unterschied zwischen den Drohnenzellen und den Arbeiterinnenzellen. Also das, was jetzt hier bleiben stehen ist, sind die Arbeiterinnenzellen. Der Durchmesser ist wesentlich kleiner als der von der Drohne. Ich probiere das mal noch schnell ein bisschen aufzubrechen, dass man das vielleicht noch ein bisschen näher drin sieht. Hier sieht man jetzt, wie die Varroamilben in der Drohnenbrut drin sitzen. Hier oben drauf, die dunkle dort. Hier drinnen sieht man eine. So eben. Die Waben tue ich eingefrieren, damit die Larven und die Varroamilben alle abgetötet sind. Und dann wird das eingeschmolzen, der Wachs wird dann wieder verwendet. So, wir haben jetzt die Honigzarken von den Völkern weggenommen, haben die hier reingebracht in den Schleuderraum. Hier im Schleuderraum lasse ich sie einen Tag, zwei stehen. Ich heize den Raum heizen auf etwa 28 Grad. Die waren ja über Nacht auch drauf, da waren wenig Bienen drin, dann ist der Honig relativ kühl geworden. Dann läuft er nicht mehr so gut und damit das wieder flüssig läuft, erwärme ich ihn hier ein bisschen. Erwärmen. Ich nehme die Waben raus, habe hier ein elektrisches
Messer, also der elektrisch beheizt ist. Da kann ich einfach durchfahren und kann die Wachsschicht abschneiden. Durch das Abdeckeln mit dem Messer, der Überbau, den ich hier habe in den Waben, der kommt ja durch das zustande, dass ich zwischen den einzelnen Waben einen etwas grösseren Abstand habe und die Bienen ja im Honigraum dann nachher immer eigentlich für eine Bienenbreite freilassen, dann bauen sie darüber aus. Und allein durch diesen Umstand kann ich das dann so schön mit dem Messer abschneiden. Das geht natürlich sehr schnell. Und ich habe dann nachher jetzt mal wieder einen sehr schönen Wabenbau, um wieder reinhängen, dass sie wenig verbauen. Und der wichtigste Effekt davon, ich habe so jedes Mal gerade noch mal ein Stückchen mehr Abdeckungswachs, den ich so wegschneide. Und das ist natürlich sehr ein hochwertiger Wachs. Durch das die Bienen jetzt hier überbaut haben und ich mit dem Messer abschneide, da tue ich jedes Mal auch Honig mit wegschneiden. Der Honig geht hier mit dem Wachs zusammen da unten in die Presse rein. Das ist so eine Schneckenpresse, die extra für das gemacht ist, um den Wachs vom Honig zu separieren. Das ist so eine Schnecke, die nach vorne immer enger wird. Und dann kommt es vorne durch das Rohr durch, das feine Schlitz hat. Da wird eigentlich dann der Honig zu dem Wachs rausgepresst. Und vorne raus kommen dann so schöne Wachswürstchen, die man dann nachher wieder einschmelzen kann. Und dann kann man da wieder die neuen Mittelwände daraus machen. Kleine Riemchen, die in der Regel mit der Abdeckungsgabel abdecken. Das ist allerdings natürlich sehr viel aufwendiger. Und die Wabe bleibt dann an und fühlt sich so lang, wie sie ist. Also sie wird dann nicht jedes Mal schön in die Form geschnitten. Und es gibt auch nicht so wahnsinnig viel Abdeckungswachs, wie wenn man es mit dem Messer abdeckeln kann. So, jetzt haben wir eine Schleuder voll. Es sind jetzt hier 24 Waben drin. Das ist eine sogenannte Selbstwendeschleuder. So, machen wir den Deckel zu. So, jetzt tut sie bremsen. Jetzt ist die erste Seite leicht angeschleudert. Jetzt tut sie automatisch kehren auf die andere Seite. Und tut dann die zweite Seite leicht anschleudern. Also allein durch die Zentrifugalkraft wird der Honig jetzt hier rausgeschleudert. So, jetzt sieht man hier, wie der Honig bei den Schleudern rausläuft. Der kommt jetzt in den Vorklärbehälter rein. Und dann sind all die Wachspartikel, die jetzt hier mit dem Honig oben runterkommen, die gehen dann an die Oberfläche, weil sie ja leichter sind als der Honig, gehen sie hoch. Und sobald das dann sich der Topf, der 50 Kilo Fassungsvermögen hat, ziemlich voll ist, dann haben wir hier den Sensor dran. Das ist also berührungsfrei. Wenn es etwa einen Zentimeter von dem Sensor der Honig weg ist, dann fängt die Pumpe an zu laufen und tut von unten her vom Honig abpumpen. Und dadurch, dass es von unten abpumpen, nimmt es natürlich von unten sauberen Honig, wo die Wachspartikel schon an der Oberfläche sind. Und durch das haben wir hier schon mal eine recht grosse Vorfiltrierung, also Vorklärung vom Honig eigentlich. Nachher kommt es hier oben rein, in ein zweites Sieb. Hier drinnen bleibt dann der Honig auch bei etwa 28 Grad ein paar Tage. Dann kommen auch feine Wachspartikel und so kommen an die Oberfläche rein, dann kann man das abschäumen. Und unten kann man dann eigentlich schon dann den weitgehend sauberen, fertigen Honig rauslassen. So, das wär's gsi für heute. In der nächsten Folge seht ihr Martin Dettli von Dornach. Er zeigt euch, wie er seine Bienenvölker aus dem Schwarmtrieb vermehren kann.